Leute, was geht ab, Leute, Hunge? Endlich mit dem Update meiner Shiny Lucky Sammlung. Ihr wisst ja, das war so die Hauptmotivation in den letzten 1,5 Monaten. Also auf jeden Fall Februar. Jeden Tag muss ein Spezialtausch her. Wir haben ja vom Neujahrs-Event so viele Lucky-Freunde bekommen. Und zwischendurch immer, weil ich habe meine Liste eigentlich voll. Nur noch beste Freunde, die halt potenziell Lucky-Freunde werden können. Viele fragen mich auch, wie kriegt man Lucky-Freunde? Das ist Zufall, beste Freunde, mit dem muss man interagieren. Dann hat man die Chance, zufällig mit dem Glücksfreunde zu werden. Und dadurch, dass ich so viel habe, habe ich natürlich höhere Chancen. Da schreiben mir Leute, hey, ich habe 5 beste Freunde und war noch nie mit denen Lucky. Ja, 5 ist auch nicht wirklich viel. Ich habe fast 200. Dementsprechend, und da gehe ich vielleicht einen am Tag, einen alle 2 Tage oder sowas. Jetzt hatte ich auch schon wieder ein paar Tage keinen mehr, also mit euren 5 Freunden kommt ihr leider nicht weit. Auf jeden Fall jeden Tag im Februar getauscht. Januar eigentlich auch schon, beinahe jeden Tag. Das letzte Update war vom 4.2., also ungefähr, genau vor einem Monat. Genau einen Monat her, da hatte ich noch 75 Shiny Lucky. 102. Beim vorletzten Mal hatte ich 75. Schillernd. 137. Das ist gar nicht so viel. 35 mehr. 35? Ja, doch. Februar hat ja nur 29 Tage. Nach Nummer. Durch das Ausschlussverfahren seht ihr dann auch, oder könnt ihr erkennen, was mir noch fehlt. So. Was neu dazu gekommen? Der ist neu dazu gekommen. Der wird entwickelt zu Lubella. Beide relativ hintereinander bekommen. Ich weiß noch einen von Vincent, einen von Stefan. Nicht schlecht. Genau, hier Lubella fehlt noch. Und entwickeln. Wir gehen die Liste durch und entwickeln da einfach alle mal. Soweit wie es geht, bonbon-technisch. Um da einfach die Sammlung nochmal zu voranzutreiben. Komplimentieren. Shiny Lubella. Lucky. Okay. Der rutscht dann natürlich Pokédex-technisch weiter runter. Alola Dick da. Haben wir jetzt. Und ich muss auch sagen, langsam habe ich den Überblick verloren. Normal weiß ich immer noch, oder habe es bis lange gewusst, sehr lange Zeit, von wem was ist. Jetzt zum Beispiel, wenn ich das sage, von wem habe ich das Dick da? Gleich kommt so ein Aha-Moment. Ah, ja, sage ich ja. Oh, der Kerl ist böse auf mich. Der Kerl ist böse auf mich, weil ich... Oh, nicht genug Wurmungs. Weil ich ihn im Video als Beispiel genannt habe, dass er potenziell ein Spoofer ist. Aber ich habe ihn eigentlich meiner Meinung nach nicht schlecht dastehen lassen. Ich habe eigentlich nette Worte über ihn gesagt. Müssen wir nochmal klären. Also er war so komplett anti-Spoofer. Nein, 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 nein. Nie gemacht und werde ich auch nie machen. Wie kannst du es wagen, mich und Spoofer in einem Satz zu erwähnen überhaupt? Oh, ah, umsonst ist er. Ich dachte, ich hätte nicht genug Warnungs. Und ich habe ja über ein theoretisches Szenario geredet. Hypothetisches. Was wäre, wenn? Und dann wäre meine Meinung gewesen, ja, es wäre nicht schlimm, selbst wenn einer wäre. So, Level 1 ist traurig. Vor allem, ich habe sogar einen richtig hohen hergegeben. Das war ein 1:1 Tausch. Slimer. Alola Slimer brauche ich noch Shiny. Da hätte ich sogar selber einen, also gerne 1:1 tauschen. Das von Chris Efron. Der mir Aloe Vera Drink gezeigt hat. Richtig saftig, dieser Drink. Schmeckt mir sehr. Krabi. Oh, nicht genug Bonbons. Grüße gehen raus an einen anderen Chris aus Schweinfurt. Schlürp kann man aber entwickeln. Nice. Grüße gehen raus an meinen zweiten Account. Schlürp Birthday. So viele Accounts, so viele Versuche. Ein einziger hat den bekommen. Mit dem bin ich dann direkt danach Glücksfreunde geworden. Also hat gepasst, aber ich habe da keinen bekommen. Checkt gerne die Videos ab. Vom Schlürp Birthday und vom Gengar Birthday. Zack. Oder Pinsir erlöst, Grüße gehen raus an Özkan. Erlöst Shiny Lucky natürlich sehr saftig. Der braucht ein Modul, den will ich zu Fully Power, glaube ich, entwickeln. Oder Gletscher, ich muss mal schauen, wen ich habe. Habe ich den schon?
Ah, vielleicht warte ich da auf den, auf die Attacke. Pikemon entwickeln, yes. Hier auch sehr saftig, Grüße gehen raus. Ich glaube, die Halli. Ich glaube. Auch nicht schlecht. Sie hat noch einen Shiny Bumi. Das sollte sie nicht ergeben. Obwohl sie nicht mehr spielt, wirklich. Da muss ich noch drauf geiern. Weil Bumi ist echt abnormal selten. Da braucht man ja 4 Stück. Die 3 weiblichen, die verschiedenen Formen und dann ein männliches, egal welche Form. Weil alle männlichen werden zum selben und dann alle weiblichen werden zu den verschiedenen. Bäh, Pixie. Ah, nee. Von Thomas. Ah, Fluffeluff habe ich, glaube ich, von der Halli. Warten wir hier auf den. Bis genau so an Murats dritter Account. Warten wir hier auf die Seed-Attacke wahrscheinlich schon. In dem Kampf werde ich die eh nicht verwenden. Ja, die Seed-Attacke ist eigentlich schlechter als irgendeine normale Attacke, aber für Sammlerwert und so kann man schon 9,5 Monate jetzt erwarten. Bis zum nächsten Seed, also den Super Seed. Sonnenkern kann ich, glaube ich, entwickeln. Grüße gehen raus an Dom. Der hat von mir einen Milzer bekommen. Und bei ihm ist es 100er Lucky geworden. Nicht schlecht. Das ist jetzt der zweite 100er, den ich schon rausgegeben habe. Das andere war ein Kyogre. Sonnenfluger, nice, nice. Skogler kann man, glaube ich, auch entwickeln. Nice, nice. Skogler habe ich von der Lea, glaube ich. Nice, nice. Das ist so eigentlich momentan mein Hauptziel und meine Hauptbeschäftigung in diesem Spiel, die Shiny Lucky Sammlung. Deswegen freut es mich sehr. Shiny Keifel. Bis genauso an den Günther. Das war auch, ich war mit seiner Frau Glücksfreunde und wollte eigentlich mit ihr tauschen, aber sie hatte schon einen. Und dadurch hätten wir beinahe die Strähne verpasst. Aber sie meinte ja, komm, schnell rauf und dann. Habe ich mit ihm getauscht. Ein sehr nettes Ehepaar. Grüße gehen raus. Magby kann man noch entwickeln. Muss mal schauen, ob ich genug Sinnersteine habe. Den bin ich seitdem auch wieder, schon wieder Lucky Freunde geworden. Also demnächst mal wieder ein Tausch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch sammelt. Und wenn ja, wie viele Shiny Luckys habt ihr? Und ansonsten natürlich, falls ihr mich auf den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Zack. Vier haben wir diesmal den Bonus. Yes, gerade so. Grüße gehen raus an eine andere Lea. Mit der war ich rekordhafte 5-mal Lucky Freunde schon. Also mein Rekord. Für manche ist es vielleicht nicht so viel. Was haben wir hier noch so? Azubel, gestern hast du getauscht. Oh, nicht genug Bonbons, schade. Stuhl Junior, können wir entwickeln. Grüße gehen raus an die Sylvie. Ja, und die Liste, es fehlen noch genau 50 momentan. Eigentlich 49, weil Abra ist auch in der Liste, aber Abra gibt es eigentlich noch gar nicht. Hier kommt erst noch. Aber ich sag mal, 50 genau fehlen noch. Klar, es wird immer seltener. Und demnächst kann ich nicht mehr mit jedem Glücksfreund einfach irgendwas Neues tauschen. Wir müssen dann irgendwelche Sachen herhalten, die ich in 100 brauche. Da werde ich dann auch andere Sachen tauschen und auch nicht nur Spezialtäusche, aber noch geht die Jagd weiter. Noch ist die Liste groß genug, denke ich mal. Walmer, haben wir genug für Walmer? Oh nein, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Den können wir, glaube ich, einmal entwickeln. Seedai wird kommen für den. Shiny Fipitis. Vorgestern hast du bekommen. Check gerne das Video ab. Bin ich da schon gelaufen? Ne, bin ich noch nicht. Aus Regensburg sogar extra. Kleiner Abstecher nach Regensburg. Für 2 Tausche, aber nur einer hat sich ergeben, aber der hatte es in sich. Shiny Fipitis, lackiert. Grüße gehen raus an Tony. Not sieht das schon echt geil aus. Haben wir noch genug? Ja, noch genug Sinnersteine. Nice.
Sehr nice. Wie technisch seht ihr ja auch, alles was ich benannt habe ist nennenswert, alles was ich nicht benannt habe ist ja 91 oder schlecht, also ab 93 glaube ich benenne ich die immer. Dementsprechend hier der hat 93. Das hier muss, achso, das kann eh nur zu einem männlichen werden. Genau, das weibliche muss ich mir nachholen. Nicht verwechseln. Da muss man echt drauf achten, dass ich das nächste Mal hier nur ein weibliches mir schnappe. Oder halt direkt die Entwicklung. Für Nanto. Den können wir einmal entwickeln, aber dann auch wieder auf den Ziel erwarten hier. Inferno, Anflammen und zack. Driftlon, auch neu ertauscht. Von Samstag, das habt ihr gar nicht gesehen. Das seht ihr erst noch in dem Video. So war ich da Burger essen und dann habe ich aber trotzdem noch einen Spezialtausch 2 sogar unterbekommen. Das war ein Kollege, der ist noch mit einem anderen Kollegen befreundet und dann hat er sich direkt auch noch für den Kollegen eingeloggt. Oh. Komm mal da. Von meinem Kleinen rübergetauscht. Leider so schlecht geworden. Leider, leider. Und das ist auch mein erstes Knackrad, das ich entwickle. Das war Knacksel. Den habe ich zum Glück wild gefangen, aber entwickelt habe ich den auch noch nicht. Und das hier ist jetzt auch noch Pokédex-Eintrag. Aber wie gesagt, leider echt schlecht. Aber egal, erstmal haben. Zack. Knackjag. Pokédex. Nice. Hippo. Hippopotas. Auch so nice. Grüße gehen raus an Jonas, dein zweiter kommt. Auch nice. Hypoterus. Snibuna. Shiny. Erlöst. Auch sehr saftig. Aber hier sonst noch irgendwas? Ah ja, der eine, das Evoli muss zu Glaciola werden, nicht Folipore. Ah ja, Pikachu. Das ist das letzte, das war's dann. Das ist das Update, meine Shiny Lucky Sammlung. Ich bin stolz drauf, gefällt mir. Chilla Bell. Saftig. Wir gehen nochmal durch. Die beiden habe ich von Manu bekommen. Die beiden seltensten. Nicht schlecht. Vielen Dank, Manu. Jo, das war meine Sammlung, Leute. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.